Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen MyDSV-Kurzanleitung. Unser heutiges Thema ist die Sendungserfassung. Wir starten, indem wir hier oben auf Neue Buchung klicken oder auf der linken Seite auf Neue Buchung klicken. Ich habe jetzt hier schon eine Auswahl gemacht, die Ihnen normalerweise abgenommen wird durch das System, da Sie nur ein Unternehmen hier hinterlegt haben. Als nächstes wählen wir die Beförderungsart aus. Das ist in unserem Beispiel diesmal die Luftfracht. Für den Fall der Seefracht würden hier einfach nur noch zusätzliche Informationen angezeigt, die Sie dann ebenfalls auswählen können. Als nächstes haben Sie hier die Möglichkeit, Adresse zu erfassen, also die Absenderadresse. Meistens ist diese in Ihrem eigenen Unternehmen, sowie eine Empfängeradresse. Falls Sie den Empfänger hier noch nicht zugewiesen haben, können Sie diesen erfassen und hier den Namen und die vollständige Adresse eingeben. Sollte es eine abweichende Abholadresse oder auch eine abweichende Empfängeradresse geben, können Sie diese über diesen Button hier einfach aktivieren und hier auch erneut die Adresse erfassen. Sofern es Anweisungen gibt, Absenderinstruktionen oder auch auf der anderen Seite Empfängerinstruktionen, können diese hier erfasst werden. Als nächstes wählen wir dann die Frankatur aus und den zugehörigen Ort. In unserem Fall mal, die Sendung geht nach Chicago. Als nächstes kann ich eine Leistung auswählen. Das ist entweder die Versicherung, die ich hier per Default als Ja markiert habe. Ich möchte sie aber diesmal nicht eindecken. Oder ich kann hier auch die Angebotsnummer angeben, die Sie von MyDSV erhalten haben. Als nächstes gebe ich eine Warenbeschreibung ein und die zugehörigen Verpackungsangaben mit Menge, Verpackungsart und Gewicht, sowie natürlich bei der Luftfracht Länge, Breite und Höhe der Packstücke und nochmal zusätzlich eine Warenbeschreibung. Sofern es mehrere Packstücke sind, kann ich diese hier entweder kopieren oder weitere Packstücke hier über diesen Button hinzufügen. Als Abholdatum wird grundsätzlich immer der Folgetag angezeigt. Dies kann per Default auch erweitert werden oder aber pro Sendung einzeln eingestellt werden. Und als Abzeitpunkt kann ich hier den Zeitpunkt wählen oder diesen mir auch als Vorlage hinterlegen lassen, sodass ich immer nur bestimmte Zeiten hier auswählen kann oder auswählen muss. Als nächstes gebe ich dann die Bezugsangaben oder auch Referenzen hier ein. Das kann eine Rechnungsnummer sein oder wie Sie sehen, eine Absender-, Auftrags- oder Empfängerreferenz. Hier läuft das Ganze unter Rechnungsreferenz. Wenn ich weitere eingeben will, gehe ich einfach auf den Button. Wenn ich zu viel geklickt habe, lösche ich. Dann habe ich noch die Möglichkeit, Benachrichtigungen zu aktivieren. Je nachdem, welches Event sich ändert, erhalte ich dann automatisch eine E-Mail-Benachrichtigung. Wie Sie sehen, wenn sich das Estimated Time of Departure geändert haben sollte und ich habe das aktiviert, würde ich sofort in dem Moment eine E-Mail bekommen. Hier unten drunter sind dann noch Anhänge hochzuladen, also Versandpapiere, Rechnung, ABD, Packliste etc. Das können Sie alles hier hochladen. Und sobald Sie dann auf Buchung abschicken, klicken, erhalten die Kollegen in der jeweiligen Station eine Nachricht und können sofort mit der Bearbeitung der Sendung beginnen. Falls Sie möchten, dass Sie sich diese Sendung in Zukunft kopieren können, können Sie diese hier auch als Vorlage speichern oder auch das Ganze erstmal zur Seite legen, also als Entwurf speichern und später fertigstellen. Da ich das Ganze hier natürlich nicht machen möchte, gehe ich jetzt auf Entwurf löschen und das war's.